So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, vor wenigen Stunden, haben wir schon den nächsten Teaser zu DLC 3 bekommen und der hat's wirklich in sich und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und starten direkt durch. Auf jeden Fall hat Treyarch folgendes Bild mit der Überschrift gepostet. I know what must be done and who must do it. Das heißt übersetzt so viel wie, ich weiß, was getan werden muss und wer es tun muss. Darauf kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorab noch ein paar Background-Informationen, ein paar Hintergrundinfos für euch, damit ihr euch da ein bisschen auskennt für alle, die vielleicht neu eingestiegen sind. Auf dem Bild können wir zentral Samantha Maxis sehen. Und Samantha Maxis haben wir das letzte Mal mit dieser Apparatur, zu der wir gleich zu sprechen kommen, in Moon gesehen. Und zwar handelt es sich hierbei um das MPD, in dem Samantha Maxis eben eingeschlossen war, bis Richtofen eben während des Easter Eggs mit ihr Seelen getauscht hat und genau. Und man dachte, beziehungsweise ein paar gehen vielleicht davon aus, dass es sich hierbei um das MPD aus Moon handelt. Könnte durchaus sein, ist berechtigt, aber wir haben in Classified Hinweise darauf erhalten, dass es möglicherweise eine zweite Apparatur, ein zweites MPD gibt. Und zwar folgendes Bild hat man in Classified gefunden. Auf diesem Bild können wir eine Maschine sehen, beziehungsweise eigentlich eine ziemlich ähnliche Pyramide, das heißt eine weitere MPD. Was auch ganz interessant ist, in Call of Duty Wiki steht, dass diese Maschine eben genutzt werden kann, um ein Portal zum Äther zu erschaffen. Und links sehen wir eben noch die Gegenstände, die wir benötigen. Und in Moon war es so, dass wir eben nur eine Kopie, sage ich mal, des Summoning Keys verwendet haben. Das heißt, wir haben im Prinzip nicht den Gegenstand, den Summoning Key verwendet, der für diese Apparatur vorhergesehen ist. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in DLC 3 eben den Summoning Key dafür verwenden müssen. Und wer ihn benutzt möglicherweise und was es zu bedeuten hat, komme ich auch gleich drauf noch zu sprechen. Was auch noch ganz interessant ist, und zwar rechts unten sehen wir noch Schriftzüge, die heißen übersetzt so viel wie, ich habe das Panel, ich werde die Konstruktion dieser MPD, dieser Pyramide sofort beginnen. Dafür werde ich die Baustelle bzw. den Bereich at Groom Lake verwenden. Und zwar jetzt wird es interessant, wo oder was ist Groom Lake? Groom Lake ist im Prinzip dieser Ort, wenn man sich von Moon wegteleportiert, um Juggernaut oder Speed Cola zu bekommen. Dieser Ort, wo man eben diese Runden laufen kann und eben auch Packet Punchen kann, ist Groom Lake. Und Groom Lake kennen wir eben auch aus Classified. Dort ist es eben auch der Ort, wo man Packet Punchen kann und genau. Interessant ist es, dass irgendwo hier in der Lagerhalle oder wo auch immer diese MPD stationiert sein muss, wenn sie eben gebaut wurde. Und es gab schon Gerüchte, dass wir eben einen Nuketown Remake bekommen werden und es ist gut möglich, dass wir in der Hinsicht einen Remake bekommen werden, nicht Nuketown geremaked, sondern eben eine weitere Forschungseinrichtung in dem Bereich eben um Classified, um Nuketown herum. Weil Nuketown ist ja auch nicht weit entfernt von Groom Lake, das wissen wir. Und genau, jetzt kommen wir zum interessantesten Teil des Videos und zwar, was hat die Schrift zu bedeuten? Der Text sagt übersetzt so viel wie, ich weiß, was getan werden muss und wer es tun muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat das gesagt? Könnte Richtofen sein, könnte Samantha sein, könnte aber auch Nikolai sein. Was damit gemeint ist, ist aber meiner Meinung nach relativ eindeutig. Und zwar, ich weiß, was getan werden muss. Ich denke, es bezieht sich auf Dr. Monty. Dr. Monty war derjenige, der im Prinzip die Helden immer wieder in diese Endlosschleife geschickt hat und der diesen Teufelskreislauf begonnen hat. Und ich weiß, was getan werden muss und wer es tun muss. Wer es tun muss, ich schätze, dass hier Nikolai gemeint ist, weil er der Einzige ist, der seine Seele noch hat. Und man hat auch schon erkannt am Ende von Blood of the Dead, am Ende des Easter Eggs, dass Nikolai so ein bisschen die Führung der Gruppe übernommen hat. Und ich denke, es wird darauf hinlaufen, dass Nikolai eben ihn töten muss. Ob das in DLC 3 passiert, weiß man natürlich nicht. Ich meine, wir wissen so gesehen nur, was wir von den Hinweisen her interpretieren können. Und genau, so viel mal dazu. Also ich denke, dass wir auf jeden Fall Dr. Monty und dass Nikolai Dr. Monty töten wird. Was dieses MPD damit zu tun hat, ich weiß nicht, ob Nikolai mit Samantha vielleicht, wenn die da noch ist, oder ich weiß gar nicht, wo die aktuell ist, ob Nikolai im Prinzip ein Tor zum Äther schaffen muss oder was da genau gemacht werden muss. Wir wissen nur, dass DLC 3 im Prinzip irgendwas mit Dr. Monty, dieser Pyramide, zu tun haben muss und dass Samantha anscheinend wieder zurückkommen wird, beziehungsweise auf jeden Fall dort auftauchen wird in irgendeiner Weise, sei es in Form von ihrem Körper oder aber auch nur von Stimmen. Die haben wir auch schon in den letzten COD-Teilen hin und wieder gehabt. Und in dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Haut euch rein, wir sehen uns zum nächsten Teaser. Bis dann.